Oh mein Gott. Wir haben uns Burger geholt und zwar sind wir wieder in dieser geilen Bude, wo man sich überall was holen kann. Mitten in Candy. Jetzt haben wir uns, was haben wir uns geholt? Wir haben einmal einen Burger mit Baked Beans und Hühnchenschinken und Eiern. Und dann haben wir einen mit gegrilltem Hähnchen und Ei. Dazu haben wir noch Gemüse genommen. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Die kosten, ich glaube, 3 Euro pro Burger. Wir sind in der Hauptstadt gestern angekommen und jetzt machen wir die mal ein bisschen unsicher, ne? Übrigens heißt dieses Land erst seit 72 Sri Lanka, vorher ja Ceylon, wurde von den Portugiesen, Briten und Niederländern so benannt. Und ja, jetzt halt wie gesagt, Sri Lanka bedeutet ehrenwerte Insel. Finde ich, wird diesem Land auch viel gerechter. Wir sind gestern übrigens aus Candy hier angereist, haben knapp 4 Stunden mit dem Zug gebraucht. Ja, war irgendwie ein bisschen S-Bahn ähnlich, weil er gefühlt überall angehalten hat. Gestern 4 Stunden mit dem Tucker-Zug nach Colombo hier gefahren. Der sollte eigentlich 3 brauchen, hat eine Stunde länger gebraucht. Was macht ihr denn jetzt? Ich wollte einen Vergleich machen, wie eine Frau gerne ihren Morgen startet und wie der Mann seinen Morgen startet. Ja, wir sind gestern um 4 Uhr angekommen, es ist mega heiß hier. Wir sind ja von Candy aus losgefahren. In Candy waren es ja, so angenehme 26 Grad. Das Klima ist halt ein ganz anderes. Ja, ne? Luftfeuchte, heftig. Aber es ist ganz cool hier. Hier gibt es nicht so viel zu sehen. Wir haben uns vorher schlau gemacht und Tempelhopping wollen wir diesmal nicht. Deswegen, wir sind heute Morgen einfach mal los. Jetzt den Strand entlang, dieses Green Face, wie heißt das? Galle Face. Genau, Galle Face Green. Da ist irgend so ein Park da und wir sind Galle Face da am Strand entlang gelaufen. Jetzt, das ist ganz nett. Jetzt sind wir erstmal hier im The Coffee Bean and Tea Leaf und haben einen halben Liter. Ey, das ist der Knaller, wir haben gesagt, wir hätten gern Regular Americano. Das ist ein Humpenbier, so sieht das aus. Eigentlich sieht das so aus, weil ich habe ja immer noch so ein kleines bisschen Milch dabei. Ich habe gerade schon geguckt, wo die Milliliter-Begrenzung ist, ob da. Ja, es ist 0,4. Ja, kennen wir heute erstmal nicht ein. Oh mein Gott!
So, wir haben uns jetzt knapp einen halben Liter Kaffee reingewürgt und sind jetzt ein bisschen weiter geschlendert. Es ist 10 Uhr und schon richtig schön warm. Wir sitzen jetzt hier in einem Park. Da kann uns auch Pony reiten. Relativ entspannt. Heute ist Sonntag. Viele Pärchen sitzen hier und boah, liebkosen etwas miteinander. Ja, voll. Die sind hier so ultra verliebt. Ja. Der Viharama Hadevi Park. Lustiger Name. Wir haben uns gerade von so einem Straßenstand geile Sachen geholt. Und zwar solche Gemüsebällchen und Taschen. Die schmecken so gut. Die riechen original, als wenn ihr diese ungarische Chipstüte öffnen würdet. Da ist auf jeden Fall so ein Gemüsezeugs drin. Natürlich fies frittiert. Wieder was für die schlanke Linie. Aber lecker. Das ist mein Favorit. Von der Skala von 1 bis 10 ist das eine 1000. Das ist der Wahnsinn. Diese Gewürze, das ist die reinste Geschmacksexplosion. Ich habe jetzt was anderes. Das ist so ein Dal Curry Thala. Alles voller Linsen. Die sind auch gut. Aber die sind noch geiler. Da ist so eine. Da sind Kartoffeln drin. Ein Ei. Und die Gewürze, da sind ganze Kardamomkapseln drin, Sternanis, beißt da einmal drauf und hast einen Geschmacksflash. Aber nicht wie Weihnachten. In Indien hat ja vieles der Weihnachten geschmeckt. Das nicht, das kann man nicht beschreiben.